Wie lange haben wir darauf gewartet, endlich mal wieder Sonne zu sehen? Umso schöner, dass wir den Termin so ganz kurzfristig realisieren konnten. Wir treffen uns heute, um die neue Orlik anzusehen. 6 Meter am Stück. Bei Composite RC Gliders im Programm. Seit wann führt ihr die Neuheit? Seit ungefähr 2 Monaten ist komplett in Holz gebaut. Wir konnten in der Zwischenzeit auch ein paar sehr schöne Flüge in Italien absolvieren mit dem Modell. Ist sehr gut zu handeln, also sehr gutmütig in allen Fluglagen, sage ich mal. Also lässt sich wirklich sehr schön kreisen, bleibt jederzeit unkritisch und geht wirklich hervorragend in der Thermik. Komplett in Holz gebaut, die Störklappen ebenfalls und die Wirkung derer ist auch hervorragend. Also bei der Landung kriegt man das Modell damit sehr schön sanft gebremst bzw. kann den Abfallwinkel ein bisschen steuern. Das schauen wir uns dann an. Bin gespannt. Ja, man kann sie also wirklich hervorragend reinschweben. Die Oberfläche der Flächen ist Oratex. Ganz genau. Lackiert, sauber gespannt. Und Innenleben komplett Holz bis auf den Tragflächenverbinder. Da kommt ein CFK-Stab zum Einsatz. Die Tragflächen sind teilbeplankt, wie man hier hinten halt erkennen kann, wird man dann auf den Fotos sehen können. Und der komplette Rumpf ist mit Holz beplankt. Schön, sieht gut aus. Ich bin gespannt. Wollen wir ihn mal hinter die Schleppmaschine hängen? Ja, sehr gerne. Ja, dann schauen wir mal, was geht.